Hydro 5. Einfach eine gute Rasur. Einfach gründlicher. Einfach weniger Irritation. Einfach gut rasiert, einfach gut drauf. Jetzt Wilkinson Sword Hydro entdecken. Hab das immer mit Pech und Glück zu erklären, ist das glaube ich nicht. Das hat sicherlich auch dann in gewissen Phasen was mit unserem Spiel zu tun, beziehungsweise mit der Qualität des Gegners. Aber wie du schon sagst, wir sind am Anfang der Saison. Es wird noch Spiele geben, wo es anders laufen wird. Nein, bringt ja nichts. Ich höre das jetzt relativ häufig, dass uns in den Spielen dann auch wichtige Spieler gefehlt haben. Es stimmt ja auch, aber wir können es nicht ändern. Wir haben das Spiel so gespielt. Wir hatten an allen drei Spielen die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen, das macht keinen Sinn. Genauso wenig, wie es Sinn macht, sich jetzt jedes Mal auf diese Spiele, auf diese drei Spiele zu fokussieren. Die Saison ist so lang, da wird es noch einige Spiele geben, die dann in solchen engen Phasen für uns laufen werden. Ja, auf dem Papier ist das erstmal so. Füchse Berlin sind eine Top-Mannschaft. Sie haben Magdeburg jetzt in beeindruckender Manier auch geschlagen, absolut. Wie du schon sagst, wir haben eigentlich nicht so viel zu verlieren da in dem Spiel. Die Füchse Berlin sind klar favorisiert und darin liegt unsere Chance. Ja, schwierig. Ich habe mich jetzt mal dazu verleiten lassen, das in Zahlen auszudrücken, was am Ende des Tages aber auch Schwachsinn ist. Wir spielen das Spiel mit dem Ziel, es zu gewinnen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber wir gehen da an, das Spiel an, um es zu gewinnen. Das war letzte Saison genauso. Da war die Wahrscheinlichkeit ebenso gering und wir haben es geschafft. Ja, Berlin hat deutlich mehr zu bieten als Gitzel. Natürlich ist das ein Top-Spieler, einer der besten Spieler der Welt. Aber sie haben einen Top-Torhüter, sie haben einen sehr guten Kreisläufer, sie haben Weltklasse-Außenspieler. Also das ist schon eine Mannschaft, die absolutes Top-Niveau hat. Die Zuschauer haben immer großen Anteil. Also natürlich wissen wir, dass es unsere Aufgabe ist, diese Energie auf die Zuschauer zu übertragen. Aber wenn sie diese Energie mitnehmen und dann potenzieren, dann ist das für uns schon sehr, sehr viel wert.